Hallo liebe KSC-Fans, Samstagabend, Topspiel, Flutlicht und eine ausverkaufte Hütte. Was für ein Abend, und der hat für viele KSC-Fans schon sehr früh begonnen, denn die Hospitality-Welten öffnen 1,5 Stunden vor Spielbeginn. Und wir haben heute mal geschaut, wie so ein Spieltag in den Hospitality-Welten auf 7500 Quadratmeter Fläche für 2000 Business Seats so aussieht. Kommt mal mit! Wir sind hier beim Check-in und ich bekomme insgesamt 5 verschiedene bunte Bändchen, denn es gibt 5 verschiedene Welten mit 5 verschiedenen Konzepten. Andere haben ihren Fernseher im Wohnzimmer, wo Fußball kommt. Sie gucken einfach direkt aus dem Fenster. Wie ist denn die Stimmung hier nach so einem 7-0 gegen Magdeburg beispielsweise? Ich glaube, es ist unabhängig vom Spielstand, wenn man jetzt sieht, das neue Stadion, die Fans, das ist einfach unglaublich. Herr Frenkel und ich haben uns hier in der Executive Lounge verabredet. Hinter uns ist direkt eins der größten Highlights, der riesengroße Weinschrank. Ist es auch für Sie so das größte Highlight, oder was sind die Vorteile, wenn man jetzt hier einen Platz hat? Ja, nicht nur, auch das Essen hier oben ist natürlich traumhaft. Hier drüben haben wir auch unsere Bar, da machen wir wunderschöne Cocktails. Aber dieser Schrank ist natürlich schon ein Highlight, das muss man schon sagen. Herr Doll und ich haben uns schon ein bisschen im Stadion umgeschaut. Heute wird eine Choreo anstehen und die gegnerische Mannschaft macht gerade die Platzbegehung. Warum haben Sie sich denn damals dafür entschieden, sich so ein Business-Seat zu buchen? Ich habe mich entschieden, einfach weil der KSC unsere Heimat ist, weil der KSC ein neues Stadion hat und weil alle wirklich neugierig waren auf das neue Stadion. Und ich komme immer mit Gästen her, weil man hier wirklich toll verwöhnt wird, einen super Service hat. Und ist jedes Mal ein absoluter Highlight. Wir haben hier einen absoluten Lounge-Experten sitzen. Was sind denn die größten Vorteile jetzt im neuen BB Bank Wildpark gegenüber dem alten Wildparkstadion? Die Atmosphäre ist sehr, sehr gelungen. Ich finde auch gerade für so einen Business-Rahmen, dieser Mix aus Sport, Fußball, Begeisterung und Business, den kann man hier eigentlich voll ausleben. Also, alle Gäste, die wir eigentlich immer dabei haben, sind sehr, sehr begeistert. Es ist hier so eine große Freundlichkeit einfach irgendwie zu spüren. Was sind denn die größten Vorteile, wenn man hier einen Platz in der Premium Lounge hat? In der Premium Lounge ist es so, dass sich hier die ganze Wirtschaft aus Karlsruhe trifft und Umgebung. Und wir pflegen hier sehr gute Kontakte. Und es ist auch der KSC-Freundeskreis hier in der Premium Lounge. Und es wird immer ein reger Austausch und natürlich kann man auch geschäftliche Verbindungen. Ich bin schon über 22 Jahre beim KSC dabei, immer in dem VIP-Bereich. Und das, was jetzt hier der KSC und die Stadt geschaffen hat, ist sensationell und einmalig. Also wahnsinnig. Also wirklich ein ganz tolles Stadion, eine ganz tolle Atmosphäre und das Essen ist absolut super. Herr Esslinger, ich finde die Premium Lounge, die ist so wirklich geeignet für Fußball-Nostalgiker. Man kann in Erinnerungen schwelgen an frühere Aufstiege, frühere legendäre Momente. Sind Sie auch so ein KSC-Nostalgiker? Ja, das auf jeden Fall. Wir kennen ja einige von den ehemaligen ganz gut, den Edgar Schmidt oder den Rainer Schütterle, die immer auch wieder zu uns in die Loge kommen und Hallo sagen. Das freut natürlich die Gäste und die Kollegen und die bei uns rumhängen, sage ich mal, immer in der Loge. Das führt immer zu sehr interessanten Gesprächen aus der Vergangenheit. Und da freut man sich auf die Zukunft. Frau Brust, es ist ganz schön laut hier im Wildpark-Club. Ich muss extra laut sprechen, damit Sie mich verstehen, denn es ist einiges los um uns herum. Wie sieht es denn bei so einer 360-Grad-Bahn nach so einem 7-0 gegen Magdeburg aus? Ja, genau. Also wahrscheinlich, wenn es auf dem Platz so abgeht, dann geht es nachher hier auch ab. Manchmal gibt es ja auch einen DJ und dann ist natürlich die Stimmung schon eher gelockert und alle sind in Partystimmung. Wir sind hier im Green Place und man sieht, der Name, der ist Programm. Und Gäste wie Herr Müller tun auch noch was Gutes, wenn sie hier sind, denn 5% der Einnahmen gehen direkt an KSC Tut Gut, unter anderem für nachhaltige Projekte. Was sind sonst noch Gründe, hier im Green Place ein Business-Seat zu buchen? Ja, wir haben uns vor der Saison dafür entschieden, weil wir natürlich auch in erster Linie ein blau-weißes Herz haben. Und wir haben einfach auch gedacht, Green Place hat ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun, entspricht auch unserer Firmenphilosophie. Und deswegen haben wir uns für den Green Place auch entschieden. Für solche Momente, wie es heute Abend hier ist, dafür arbeiten wir eigentlich jeden Tag. Also das Stadion ist restlos ausverkauft, über 2000 VIP-Gäste in den unterschiedlichen Ebenen.
Und wenn du die Euphorie hier mitkriegst und siehst, wie sich die Leute auf das Spiel freuen, mehr geht einfach nicht. Da geht das Herz bei einem auf. Es gibt ja jedes Mal ein neues Menü. Wie wird das genau zusammengestellt? Wir haben die 5 verschiedenen Welten, die ja alle so ein eigenes Thema haben. Der Fächerstadttreffen, ein bisschen Biergarten-Feeling. Der Green Place, der so ein bisschen ja, eine Moderne ausstrahlt, eine Leichtigkeit ausstrahlt. Premium und der Wildpark Club, so als Clublokal. Und hier oben natürlich die Executive Lounge mit richtigem Voll-Restaurant-Charakter. Und genauso wollen wir natürlich auch die Menüs ein bisschen drauf abstimmen. Immer modern, immer ja, sozusagen am Ball, an dem, was gerade im Trend auch ist, orientiert. Aber es gibt natürlich im Fächerstadttreff so ein bisschen badisch-schwäbische, elsässische, regionale Gerichte und hier oben dann richtig schöne Restaurantgerichte. Ja. Das Spiel ist schon eine ganze Weile abgepfiffen, aber hier im Wildparkclub ist immer noch einiges los. Es gibt auf jeden Fall gute Stimmung, gutes Essen und leckere Getränke. Und vielleicht sieht man sich ja bei einem der nächsten Heimspiele mal hier bei uns im BB Bank Wildpark in einer der 5 Hospitality-Welten. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und würde sagen, bis dann.